In den Systemeinstellungen unter Administration finden Sie einen Eintrag Feiertage definieren. Jetzt können einige sagen, ja, für was brauche ich das? Möchte ich Ihnen anhand eines praktischen Beispiels zeigen. Hier können Sie sagen, Sie wollen Ihre eigenen Feiertage definieren oder Sie können sagen, ich will es mal einfach aufgrund von einer Formel berechnen lassen. So, jetzt haben wir die Feiertage für 2014 automatisch berechnen lassen. Bedenken Sie bitte an dieser Stelle, dass nicht jeder Feiertag für Ihr Bundesland natürlich gültig ist. Das heißt, wenn Sie sagen, der 5.5., da habe ich gar keinen Feiertag, dann löschen Sie ihn halt einfach raus. Oder wenn Sie sagen, keine Ahnung, Fastnacht ist bei uns kein Feiertag, dann löschen Sie ihn einfach raus. Gelöschte Datensätze werden nach der Reorganisation, Datenpflege-Reorganisation, endgültig aus Ihrem System entfernt. Nun sollten die entfernten Datensätze, Feiertage definieren, Fastnacht ist jetzt weg. Genau. Okay, und der 5.5. ist jetzt hier auch weg. Wunderbar. Also, so können Sie Ihre eigene Feiertagsliste für Ihr Bundesland zusammenstellen. Das macht dann Sinn, da möchte ich ganz einfaches Beispiel mal die Stundenabrechnung aufrufen. Bei den Stundenabrechnungen sehen wir nun, dass wir für ein gewähltes Monat und ein Jahr nun gelbe Einträge haben. Diese gelben Einträge symbolisieren Ihnen dann, dass es ein Feiertag ist, wie in dem Fall Valentinstag und Weiberfasnacht. Okay. Bei den Stundenabrechnern macht es dahingehend Sinn, dass Sie vielleicht, wenn es wirklich ein Feiertag bei Ihnen ist, dass Sie dann hier nicht zufällig irgendwas reinschreiben. Also das heißt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass vielleicht der Mitarbeiter bei einer Aushilfsstundenabrechnung hier an dem Feiertag gearbeitet ist. Also ist zwar möglich, aber durchaus unwahrscheinlich. Ist einfach für Sie eine visuelle Anzeige, dass Sie sagen, okay, muss ich nochmal überprüfen, nochmal genau hinschauen. Weil man vertippt sich manchmal gern, weil man was schnell macht und so weiter und so fort. Okay. Ein anderes Beispiel könnte sein, eine Einzahlung. Wenn Sie eine Einzahlung buchen, und zwar, was haben wir jetzt gesagt? Ah ja, speichern, nein, Stundenabrechnung am 14. Wir tun jetzt mal so, als ob wir am 14., sprich am Feiertag, eine Einzahlung buchen. Und ich sage jetzt hier, ja, neu, das Geschäftskonto erhält von der Kasse am 14.2. und zwar 20 Euro. Und wir sehen jetzt hier automatisch, dass Sie hier diesen gelben Balken haben. Gelb bedeutet immer, auch in der Terminverwaltung, es ist ein Feiertag. So ist es für Sie eine Hilfestellung, dass Sie sagen, hey, kann das sein, dass ich am 14. am Feiertag eine Einzahlung getätigt habe oder eine Privateinlage? Das heißt, alles, was kritisch unter Umständen ist, also tageskritisch ist, erhalten Sie diese Meldung. Aber es funktioniert natürlich nur dann, wenn Sie in den Systemeinstellungen, also Administration, Systemeinstellungen, eine Feiertagsberechnung durchgeführt haben.